Hallo und herzlich willkommen zu diesem Preview First Look Video vom neuen Centurion Action X, dem Tier 10 Medium der Briten. Ja, der Tier 10 Medium der Briten ist eben jetzt neu. Ersetzt den FV. Manche sind nicht so happy darüber, manche schon. Ob es unterm Strich die bessere Entscheidung ist, muss jeder für sich selber sehen und wissen. Was soll man zum Panzer sagen? Es gibt 4 Besatzungsmitglieder, natürlich den Kommandanten, zum anderen den Richtschützen, den Fahrer und den Ladeschützen. Ich würde sagen, wir schauen uns praktisch auch nochmal das Thema Tarnung an. Ihr habt es ja eigentlich mal jetzt gerade ohne gesehen. Dann gibt es noch diese schöne hier. Oder auch diese. Und ihr seht auch, das ist hier natürlich schon das neue Interface. Jetzt hier diese, die kanadische oder die Freetone Universal Camouflage. Und last but not least für die wüstigeren Karten einmal noch diese. Diese, dann eher die für die Damen, den Klassiker oder auch den Panther. Also schon sehr interessant, sehr spannend. Und auch hier die Embleme mit den neuen Bonuspunkten. Also nun für jeden was dabei. Was ist zum Panzer sonst noch zu sagen? Der Panzer hat 1950 Hitpoints, 53 km/h Topspeed, 50 Grad Drehgeschwindigkeit, die Wannenpanzerung ist vorne 120, seitlich 50 und hinten 31. Beim Turm ist vorne 198, seitlich 152. Also wenn ihr auf den trefft, schießt ihr lieber auf die Wanne als auf den Helm, weil der Helm auch hinten nochmal 95 hat. Feuerrate 7 Granaten die Minute, eine sehr schnelle Turmdrehgeschwindigkeit mit 48 Grad, Sichtweite 410 Meter und Funkweite 750 Meter. Man sieht hier nochmal den Tech Tree, den überarbeitet natürlich und kann hier nochmal die Charakteristik sich genau anschauen lassen. Durchschlag 268 mit Normal, 330 mit Premium und eben 390 Schaden. Von dem her ein sehr spannendes Ding. Nun aber genug von mir hier aus dem Hangar. Deswegen schauen wir uns jetzt auch den Panzer im Spiel an. Und ganz bewusst werde ich da nur mit Normal, nicht mit Premium schießen. Also viel Spaß. Nun also den Centurion in seiner vollen Pracht hier im Spiel. Nicht nur im Hangar. Eine Runde habe ich schon mit ihm gedreht. Aber jetzt natürlich hier die Live-Runde. Und ich hoffe, dass ich den Panzer einigermaßen zeigen und präsentieren kann. Weil die aufmerksamen Zuschauer wissen ja, dass ich zurzeit selber nicht aktiv World of Tanks zocke, sondern World of Warships. Und aufgrund dessen ich natürlich ein bisschen eingerostet bin. Also den einen oder anderen Snapshot oder sonstiges, wenn was nicht funktioniert, seht es mir bitte nach. Hier können wir gleich mal ein bisschen uns die Gun Depression anschauen. Die ist ganz okay. So, und jetzt warten wir hier mal. Gegner hat eine Arti, damit kann man leben. So, die anderen Jungs sind hier auch schon fleißig am Hochfahren. Jetzt warten wir mal. Na? Das macht man aber nicht. Ganz im Gegenteil, hier mache ich doch mal Platz. Erstmal muss überhaupt was aufgehen, dass es hier mal spannend wird. Da hinten die Badchat. Eieiei, da hat sie mich aber ein bisschen bekommen, indem dass sie da so gebremst hat.
So. T-57 Heavy. Nicht erreichbar oder beschießbar. Den Centurion komme ich leider nicht drauf, dafür aber hier bei den ein oder anderen Gegnern noch. Na? Dich komme ich leider nicht drauf. Oh, da ist er. Ah, nur kritisch getroffen, leider. Ich habe Angst, dass der T10 hier rauskommt. Snapshot ging dann, war nicht erfolgreich. Der traut sich irgendwie so gar nicht raus, wie ich das gern hätte. So, ersten Hit. Und weg ist er. Wie gesagt, aufpassen auf die Arti. Jetzt fahren wir mal weiter. Ah, da hat er getroffen, gerade noch so. Aber nun bekommen sie Feuer. Mal schauen, was hier noch so aufgeht. Ist nicht overpacen, ich will ja wie gesagt ein bisschen was zeigen. Aber der Turm dreht unglaublich schnell. Also wahnsinnig schnell. Chat neben mir lädt nach. Sonst geht nichts auf. Die werden natürlich jetzt auch durchfahren und hinten dementsprechend versuchen, unseren Cap zu bekommen. So, da den ersten. Da ist noch ein EN-100. Holy moly. Ist natürlich so ein EN-100, der ist natürlich schon unangenehm. Aber nichtsdestotrotz. So, erstmal den ersten weg. Jetzt weiter Richtung EN-100. Aber der Type 5, das war ja jetzt eher so ein Leckerbissen. Die Arti, die komme ich allerdings nicht drauf. Gott sei Dank. Ja, alles klar. Damage blockt. Jetzt können sie aber auch mal auf andere Leute schießen. Auch die Art, die kann jetzt hier aufhören. Ah. So. Die sind beide schon recht reduziert, so der auch weg. Und mein Kill. So. Ja. Schauen wir doch mal in die Endauswertung,
wie die Runde so unterm Strich gelaufen ist. Dritter Klasse, 2200 Schaden und von 14 Hits kamen wenigstens 7 durch. Naja, vielleicht nicht die allerbeste Runde, aber unterm Strich eine Runde, mit der man leben kann und zeigen kann, dass man doch was mit dem Centurion Action X anfangen kann und ich glaube, dass man sich schon darauf freuen darf. Ich hoffe, dieser First Look hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.